liebe dich nicht mehr. Lauter. Ich liebe dich nicht mehr. Das soll ich dir glauben. Ich werde das auch keinen Sinn. Hermann! Komm. Hermann, warum? Du hast gesagt, wir haben keine Zukunft. Das waren deine Worte. Ich hab gesagt, du hast keine Zukunft. Das ist der Unterschied. Du hast keine Zukunft. Ich hab nicht von uns geredet, verstehst? Aber das kapierst du ja nicht. Komm. Komm, mach auf. Na. Hermann, das kapierst du bitte, nicht. Bitte, sehr gescheit. Komm, mach auf. Hermann, aufmachen! Hermann, mach auf! Hermann! Ich liebe dich, Hermann. Ich speibe mir an, wenn ich mir anschaue. Eva Kaltenbrunner, du bist ein richtiges Stück Scheiße. Du hast gar nicht alles verdient. Niemand ist ein Engel. Nicht einmal der Hermann. Herr Kaltenbrunner, Sie werden bereits erwartet. Hast du mich gefunden? Setz sie hin. Du riechst so gut. Ich vermisse dich. Ich kann die ganze Zeit nichts anderes denken. Lass uns einmal nur miteinander ficken. Gefällt dir das? Macht sie das auch bei dir? Eva, Moment, wer? Was, sie? Ich wollte dir doch nur helfen. Ist es vielleicht möglich, dass du vorher redest mit mir? Dass vorher, bevor du zum Beispiel der Eva was sagst, was nicht stimmt, was ein Schatz ist. Ich habe geglaubt, wenn ich sag, dass eine andere Frau ist, lass sie in Ruhe. Sie ist mir rausgerutscht. Super, auch rausgerutscht. Fred. So, seit wann sind wir bei du? Danke. Entschuldigung. Darf ich? Danke. Danke. Was mache ich jetzt? Du brauchst eine Frau. Was? Das wird die Eva endgültig von dir fernhalten. Du spinnst. Soll ich das Band noch mal vorspielen? Hä? Manfred, servus. Das ist gerade ganz ungünstig. Ich hab dir gesagt, wir kennen uns nicht mehr sehen. Ich liebe dich nicht. Ich weiß, dass das nicht notwendig ist. Aber vergiss es. Die alte Eva, die gibt's nicht mehr. Komm, Manfred, sei ein guter Freund, ja? Ich gehe nicht mehr mit dir ins Bett. Ja, beruhig dich, ja? Bis gleich. Hermann. Manfred,
Ja. Ich halte das nicht mehr aus. Ich weiß. Aber triffst du nicht in eurer Wohnung. Versprich mir das. Okay. Versprich mir's. Versprochen. Na gut. Du kannst das ja hier treffen. Alfred. Du bist echter Freund. So, Herr Kaltenbrunner, Sie checken aus heute. Genau. Dankeschön. Ja, es wurde was abgegeben für Sie, ein kleines Päckchen. Danke sehr, alles in Ordnung. Klammer mit, bitte. Lassen Sie Telefonnummer und Nachricht und ich werde so bald wie möglich zurück. So, gänzlicher aus. Montag bin ich wieder zurück. Fühl dich wie zu Hause. Was ist los? Hast du eh mit der Eva geschlafen? Was soll der Scheiß? Hast du das nicht? Natürlich nicht. Kommst du da drauf? Wenn ja, ich bring die um und die Eva auch. Okay. Spinner. Scheiße. So eine Schlampen. Hast du das her? Vom Konsumentenschutz. Eva. Hat er alles bekommen? Ja. Und? Ja. Was hast du ihm gesagt? Dass ich übers Wochenende wegfahre. Sehr gut, dass wir das schlucken. Eigentlich war es Band meine letzte Hoffnung. Ich weiß. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Manfred, du bist echt ein Freund. Ja. Leider. Ja. Das von uns erzählt ihm nicht. Versprochen. Die Patronen hast du ausgetauscht? Mandy? Lass dich überraschen. Sehr witzig. Schön was. Ja? Schön was. Ciao, Eva. Ciao. Das ist der Anrufbeantworter von Direkt am Manfred Strasser. Wenn es Ihnen eine Genugtuung ist oder Sie anderweitig befreit, dann hinterlassen Sie mir in Gottes Namen eine Wortspende. Hallo, Mandy. Ich wollte nur wissen, ob es bei heute Abend bleibt. Wir haben die ganze Nacht. Oh, ich freue mich auf dich. Bis später, servus. Bussi.
Lisa. Wo ist wer? Du weißt genau, wen ich meine. Paranoia ist eine Krankheit, Hermann, die kann man heilen. Krieg ich keinen Kuss? Eva, ich habe eine Pistole in der Hand. Ja und? Du treibst es mit Manfred. Fangst du wieder an? Du bist so langweilig, Hermann. Stopp! Willst du mich erschießen? Ist doch ein Witz. Gib's zu. Komm, sag's. Was soll ich denn zugeben? Also ja, ich hab's mit eingetrieben. Es hat mir gefallen, Hermann. Sie haben mich gefickt. Sie haben mich gut gefickt. Sie haben ihre Schwänze in meine Müse gesteckt und in meinen Mund. Sperma war überall auf meinem ganzen Körper. Das ist was Schönes, hat mir gefallen. Los, drück ab, Inspektor. Komm, drück ab. Brich dein Schweigen. Drück ab. Du hast keine Eier, du hast für nix Eier, verstehst? Und wenn mich 1000 Männer ficken, du hast für nix Eier, du drückst nicht ab. Bist du sicher? Okay. Lass das! Wir fahren jetzt ins Hotel und holen deine Sachen. Und dann kommst du wieder hierher zurück, ja? Du bist nichts wert ohne mich. So reizt du nicht mit mir. Wie soll denn sonst mit dir reden, wie mit einem erwachsenen Mann? Ich will, dass du deine Sachen holst und dich dann in dein Bett legst. Und wenn du brav bist, dann darfst du noch einmal einen Roman schreiben, den wieder keiner lesen will, weil er so sinnlos ist. Du bringst überhaupt nichts zusammen. So was lebst du überhaupt. Ich hab dich so lieb. Sie ist tot, Hermann. Endlich tot. Ich liebe dich. Das habe ich erst wieder gewusst, wie du weg warst. Sie ist tot. Ich habe sie so sehr gehasst. Und du hast sie eigenhändig getötet. Ich bin so stolz auf dich. Aber Eva. Wir werden nie ein Haus haben. Das macht dir nichts. Hauptsache wir haben uns. Don't you walk away. I need you to stay. I wanna do what married people do. I wanna say what married people say. And I wanna live.